Es war ein wunderschöner Tag. Kasper und Teddy saßen mit den anderen Spielsachen allein im Kinderzimmer. Die Kinder waren auf den Spielplatz gegangen. Da sprach Kasper zu Teddy: Wenn die Kinder uns schon nicht mitnehmen, dann können wir ebenso gut einen kleinen Ausflug machen. Komm, wir besuchen das Lesezeichen im Wohnzimmer. Und Kasper nahm Teddy bei der Hand und beide gingen in das Wohnzimmer. Das Lesezeichen steckte mal wieder mitten in einem dicken Buch. Durch das viele Lesen war das Lesezeichen unglaublich klug geworden. Und mehr noch, ein gutes Buch ist in der Lage, den Leser zu verzaubern und an jeden Ort der Welt zu bringen. Das Lesezeichen hatte diese Kunst von den Büchern gelernt. Hey, Lesezeichen, rief Kasper. Was liest du gerade? Oh, sagte das Lesezeichen. Ein Buch über eine wunderschöne kleine Stadt. Die liegt auf einem Berg mit einem echten Schloss. Ganz wie im Märchen. Wollt ihr mich dorthin begleiten? Das ließen sich die beiden nicht zweimal sagen. Kasper und Teddy setzten sich auf den Boden. Kasper steckte das Lesezeichen an seine Mütze und das Lesezeichen rief: Wer viel liest, der kann viel sehen. Auf nach Marburg soll es gehen. Und mit einem lauten verschwanden die drei nach Marburg. Als die drei die Augen öffneten, standen sie vor einem riesigen Turm aus roten Steinen. Der Turm sah aus, als ob gleich oben an der Spitze Rapunzel erscheinen und ihr langes Haar herunterlassen würde. Sie müsste dafür allerdings schon sehr, sehr langes Haar besitzen. Und vielleicht lebte sie deshalb doch eher in einem anderen Turm. Ui, sagte Kasper, der Turm ist aber wirklich hoch. Ja, sagte das Lesezeichen, dieser Turm wird Schlegels Lust genannt. Bis oben sind es genau 167 Treppenstufen. Und von oben hat man eine sehr... Hey! Weiter konnte er nicht sprechen, denn er musste sich gut festhalten, als Kasper und Teddy losrannten, um den Turm zu besteigen. Nachdem sie keuchend oben angekommen waren, blickten sie auf Marburg. Es sah wunderschön aus, wie sich die Stadt unten im Tal ausbreitete und an den Schlossberg kuschelte. Plötzlich rief Teddy: guck mal, ein Ballon! Und wirklich, gar nicht weit entfernt schwebte ein großer Ballon durch den Himmel. Bei schönem Wetter kann man die in Marburg oft sehen, sagte das Lesezeichen. Ganz in der Nähe gibt es einen kleinen Flugplatz. Teddy winkte dem Ballon zu und die Menschen in dem Ballon winkten zurück. Das Lesezeichen winkte auch, aber vermutlich war es zu winzig, um von dem Ballon aus gesehen zu werden. So, nun wollen wir uns ein wenig in der Stadt umschauen, sprach das Lesezeichen. Gut, dass es zaubern konnte. Denn genauso schnell, wie die drei gekommen waren, verschwanden sie auch wieder. Sie landeten mitten in der Oberstadt von Marburg. Die Menschen gingen einkaufen, bummelten durch die Straßen oder saßen in der Sonne und genossen den schönen Tag. Besonders gut gefielen Kasper die Straßenmusikanten und Künstler. Und wo ist Teddy? Die drei gingen über den Marktplatz. Plötzlich ertönte ein seltsames Geräusch. Und noch einmal. Kasper blickte sich erschrocken um. Was ist denn das? Er machte dabei ein so komisches Gesicht, dass die anderen lachen mussten. Das sonderbare Geräusch kam vom Rathausturm. Und der Rathaushahn schlug dazu kräftig mit den Flügeln. Auf dem Schloss rief Kasper begeistert: Das ist ja wirklich ein richtiges Märchenschloss. Wohnt hier ein alter König? Und gibt es eine Prinzessin, die einen armen Bauernjungen heiratet? Das Lesezeichen lächelte: Nein, aber hier hat einmal eine Gräfin gewohnt.
Die hat den Armen so viel Gutes getan, dass sie eine Heilige wurde. Man nennt sie die Heilige Elisabeth. Komm, ich will dir etwas zeigen. Und wo ist Teddy? Das Lesezeichen führte Kaspar zu einer Stelle mit einer herrlichen Aussicht über die ganze Stadt. Die große Kirche dort unten ist die Elisabethkirche. Dort kannst du noch heute den prächtigen goldenen Sarg der heiligen Elisabeth sehen. Es heißt, Elisabeth hätte den Platz für ihre Kirche selbst ausgesucht, indem sie einen großen Stein von einem nahen Berg heruntergerollt hat. Und an der Stelle, wo er liegen blieb, wurde die Kirche gebaut. Als nächstes brachte sie das Lesezeichen an das Ufer der Lahn. Dort schwammen Schwäne und Enten auf dem Wasser. Hin und wieder paddelten Boote vorbei. Das Lesezeichen erzählte den beiden, dass in früherer Zeit die Leute hier am Fluss eine richtige Wassernixe beobachtet haben wollen. Wirklich? Fragte Kaspar. Und schon begann er nach ihr zu suchen und rief dabei laut über das Wasser: Nixe! Hallo Nixe! Bist du da? Aber keine Nixe antwortete. Kaspar ließ entmutigt den Kopf hängen. Nix von Nixen zu sehen. Schade. Sei nicht traurig, tröstete ihn das Lesezeichen. Sie hat sich auch früher nicht sehr oft gezeigt. Und es war bestimmt ein Glücksfall, sie zu sehen. Besonders viel Glück hatte einst ein junger Bursche. Er fand sie, als sie hilflos und vertrocknend im Staub der Straße lag. Der junge Mann trug sie zurück ins Wasser. Und von da an gingen ihm bis zu seinem Lebensende alle seine Wünsche in Erfüllung. Und wo ist Teddy? Zum Schluss möchte ich euch noch ein verstecktes, aber auch ganz besonderes Haus zeigen, sagte das Lesezeichen. Wir sind jetzt im Kindheitsmuseum. Ein Museum, das ist ein Haus, in dem wichtige Dinge zu sehen sind. Und das Wichtige, was es hier gibt, ist sehr altes Spielzeug. Kaspar und Teddy waren begeistert, denn schließlich waren die zwei ja auch Spielzeug. Es gab viele alte Spielsachen und sogar eine richtige Puppenwerkstatt. Das Lesezeichen sprach: Früher war Spielzeug sehr teuer und wertvoll. Deshalb wurde es oft repariert. Oh, rief Kaspar, dann bin ich ja auch sehr wertvoll. Guck mal, den Flicken an meinem Po. Das hat die Mama meines Kindes gemacht. Schließlich war es Zeit, zurückzukehren. Schade, denn es gab noch so viel Schönes in Marburg zu sehen. Kaspar und Teddy setzten sich auf den Boden und das Lesezeichen sprach: Wer viel liest, der kann viel sehen. Auf nach Hause soll es gehen. Und mit einem lauten verschwanden die drei zurück nach Hause. Als die Kinder in das Kinderzimmer kamen, saßen Kaspar und Teddy da, als wären sie nie fort gewesen. Doch hätten die Kinder genauer hingesehen, dann wäre ihnen aufgefallen, dass die beiden irgendwie sehr zufrieden aussahen. Ende.